Odin hat sie wieder zusammengeführt. Die Brüder Matthias und Dietrich Buss treffen sich nach Tagen der Ungewissheit wieder. Zwei Männer und der entlaufene Hund. Rückblick. Vergangenen Donnerstag steht auf einmal ein Rhodesian Ridgeback am Empfang des Frühstücksfernsehens. Weit und breit aber kein Besitzer. Moderator Jan Hahn kümmert sich um den Rüden und bringt ihn zur Tiersammelstelle in Berlin. Die Hoffnung ist ja, dass er gesund ist und dass sich jemand meldet, und zwar die Person, die diesen Hund hoffentlich auch vermisst. Aber wo ist sein Herrchen? Am Freitag folgt ein Aufruf in der Sendung. Wir suchen das Herrchen. Also wer vielleicht irgendwas weiß, wer ihn schon mal gesehen hat, das Herrchen kennt, unbedingt bei uns auf Facebook posten. Bitte, bitte. Auf Facebook wird nach dem Herrchen gesucht. Reporter Sebastian geht anschließend den Zuschauerhinweisen nach. Seine Recherche führt ihn zur Bahnhofsmission am Berliner Zoo. Doch dort die Enttäuschung. Haben Sie ihn schon mal irgendwo gesehen? Nein, überhaupt nicht. Nee, habe ich noch nie gesehen. Dann der entscheidende Tipp. Eine Zuschauerin meldet sich mit dem Hinweis, dass der Hund der Familie Buss aus dem thüringischen Bad Liebenstein gehört. Unser Reporter macht sich auf den Weg in die 350 Kilometer entfernte Kleinstadt. Hier trifft er Matthias Buss. Ja, hallo, kommen Sie rein. Und seine Mutter Renate. Sie ist die Besitzerin des Hundes. Und als wir den Fernsehen dann geguckt haben, haben wir den das sofort erkannt, weil er das so Eigenheiten hat. Doch wie kommt Odin nach Berlin? Dietrich, der zweite Sohn von Mutter Renate, ist mit dem Hund in der Woche zuvor nach Berlin gereist. Mysteriös, seitdem sind beide spurlos verschwunden. Die Mutter hat sogar eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Unser Reporter nimmt Matthias Buss mit nach Berlin, um den Bruder zu finden und dem Hund ein Zuhause zu geben. Doch wo suchen? Auf dem Weg zurück dann der entscheidende Anruf aus der Tiersammelstelle. Ach, der wurde schon abgeholt? Aufatmen, ein Lebenszeichen des Bruders. Er hat den Hund geholt und ist anscheinend am Berliner Hauptbahnhof. Dort gibt es ebenfalls eine Bahnhofsmission. Hier wollen unser Reporter und Bruder Matthias die beiden Vermissten suchen. Aber dann kann er ja nicht weit weg sein. Nee, da muss er hier in der Nähe sein, muss man halt mal schauen. Und tatsächlich, schon kurz nach der Ankunft gibt es das erhoffte Wiedersehen. Ist er das? Ja, das ist mein Bruder. Nach Tagen der Ungewissheit finden sie den Bruder auf einem Weihnachtsmarkt. Ist das auch der Hund? Ja. Wir haben letzte Woche Ihren Hund gefunden. Ja, ihr war das? Ja, wir waren das. Das ist ja top. Ja. Da muss ich mich ja ganz sehr bedanken bei euch. Dietrich macht auf uns einen verwirrten Eindruck. Er erzählt, er wollte seinen Neffen besuchen. Auf der Reise durch Berlin ist Odin ihm dann weggelaufen. Geschockt von seinem Verlust irrte Dietrich durch die Stadt. Übernachtet hat er in Notunterkünften. Doch wie ging es ihm ohne Odin? Ich hab geheult, kannst du glauben. Ja. Und dann habe ich gesucht, meine Möglichkeiten. Ich habe Leute angesprochen mit Hund, die ansprechbar waren, Punker und so, weißt du. Ja, da habe ich Tipps gegeben, habe gesagt, wie er aussieht und. Und genau diese Tipps führten ihn zurück zu seinem geliebten Odin. Nun macht sich die wiedervereinte Familie auf nach Hause. Dort wird der geliebte Hund wieder gepflegt und kann sich von dem Erlebten erholen. Eine unglaubliche Geschichte endet mit einem Happy End. Odin ist jetzt wieder in seiner Heimat, auch dank Jan Hahn, der ihn gefunden hat.